Leute und herzlich willkommen zurück bei Zelda A Link to the Past. Ich habe Prinzessin Zelda befreit, wir sind jetzt im Thronsaal und da muss irgendwo ein Geheimgang sein. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du deine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster dort hinten und ohne Licht kommt man fast nicht weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Tja. Sie schafft einfach an. Moment, ich brauche meine Lampe. Schieb, Zelda, häng dich rein. Wo ist eigentlich der König? Es ist wirklich stockfinster. Sie hat nicht gelogen. Ah, ich höre Ratten. Ah, Ratten. Ich habe Angst vor Ratten. Geh weg. Das ganz Tolle an dem Fackel ist, wir können den Raum heller machen, wenn wir mehr Fackeln anzünden. Nicht, dass wir es bräuchten, aber es ist ein tolles Feature. Ah, daneben. Ah, Schlangen! Au. Au, 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 es hat mich gebissen. Au, 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 au. Zelda, hilf mir. Warum hilfst du mir nicht? Ah, ist dunkel. Sowas. Ah, schon wieder Schlangen. Jetzt. Au. Au. Verdammt. Neues Herz bekommen, alte Herzen verloren. Also eine Fledermaus nebenbei. Bam. So, Fackel. Fackel. So, haben wir hier einen Schlüssel. Wo könnte ich denn den gebrauchen? So, das Ganze mal etwas heller machen, damit ich hier was sehe. Ah, hier brauche ich den Schlüssel, okay. Ah, die Musik ist so toll. Zack, vorwärts! Es ist ja nicht mehr so, nicht mehr weit. Nur noch ist dieses Gewölbe und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Danke, Zelda, aber ich sehe das Wasser. Ah. Und Rattis! Au. Schön, dass ich immer reinlaufe in die Gegner. Noch mehr Rattis! Oh, roter Rubin. Es hat sich gelohnt, dass ich mitternachts nicht schlafen konnte. Jetzt habe ich schon 50 Rubine beieinander. Bam! Flug gegen Rattenkopf funktioniert auch. Ja, keine Fackel. Blöde Ratte, hast mir mein Herz gestohlen. Beim letzten Eck gibt es zwei Fackeln. Lol. Gut, es kann nicht mehr weit sein bis zur Kathedrale. Zelda hat selber so gesagt. Ah, was weiß die schon. Ich war die letzten 7 Monate da im Kerker eingesperrt mit dem tollen, hübschen Kleid. Zis, der hat doch gar keine Ahnung von der Welt. Oh, das übrigens, das sind korrupte Wände. Also nicht korrupt, aber angebrochene Wände. Korrupte Wände, hallo? Brauchen wir aber erst Blümchen dafür, dass wir da was machen können. Habe ich aber nicht, leider. Da mal alle Ratten ausschalten. Und kein Herz. Haufenweise Krüge, aber keine Herzen darunter. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Ach echt, Zelda. Danke. Hätte ich jetzt gar nicht gewusst, dass ich da ziehen muss. Zieh an diesen Hebel, um die Tür zu öffnen. Drücke A. Und Steuerkreuz nach unten. Das Lustige dabei ist, ein Schalter ist nämlich eine Falle. Okay, Zelda, bist du bereit? Ja, das war die Falle. Supi! Ich wollte ja nur zeigen, wie das so aussieht, wenn man eine Falle auslöst. Da kommen nämlich Schlangen von der Decke. Oh, Herz. Ich bin immer so nah am Tod, aber ich sterbe einfach nicht. So, wo kommen wir denn raus? Sind wir schon in der Kathedrale?
Ja! Ah, die Musik. Ein Wunder, Prinzessin Zelda, ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Zack? Nee, ich bin euer Hunkypack. Natürlich war es ich. Ja, richtig. Zack half mir, aus diesem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, dass Agan im Plan. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten: Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Zack, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in den Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse, dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Arganim, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte! Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Arganims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert! Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Bürgerwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus. Was? Shashralas, auf deiner Garde, aber nimm dich in Acht. Sahasrahal, keine Ahnung. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Duh. Ich plündere jetzt aber trotzdem erstmal dein Zeug. Da-da-da-da! Ein Herzcontainer! Deine Herzanzahl ist gestiegen. Jetzt habe ich 4. Besuch den Dorfältesten. Er kann dir mehr über das Masterschwert erzählen. Zack, pass auf dich auf. Ich hoffe, dass du gesund wieder zurückkommst. Ah, jetzt würdest du dich für mich interessieren. Ja, ja, ja. Nur weil ich das ganze Geld habe. Gut, zum Dorfältesten sollen wir gehen. Und das ist mir jetzt aufgefallen. Die Flucht aus dem Schloss bis hier rauf. Dann ist hier dieser kleine Weg. Und ich muss nach ganz links. Ich wollte es nur sagen, damit ihr ungefähr das Verhältnis seht oder habt. Hadouken! Ah, diese epische Musik, wenn man hier durch die Welt pilgert. Ich bin nur auf der Durchreise, lass mich in Ruhe. Dorf Kakariko. Da ist eine Wahrsagerin übrigens. Ah, ein Hühnchen! Die furchterregendsten Feinde hier in Zelda sind diese Hühnchen. Ich zeige euch jetzt auch warum. Stirb, Huhn! Okay, das geht hier anscheinend noch nicht. Gut, dann zeige ich euch ein andermal. So, hier bist du. Bisschen Büsche farmen, da gibt es nämlich immer Rubine. Und wir sind in Kakariko! Gisuch, der Entführer von Zelda, schlagen Sie Alarm. Ich habe sie nicht entführt, ich habe sie gerettet, aber egal. Haha, die alte ist so cool, guck mal, wie sie tanzt. Check, boom, check, boom, check, like, boom, boom. Die alte ist cool. Ach, sieh da, zack. Was willst du denn von einer alten Frau wie mir? Ich will dein Geld. Wie? Der Dorfälteste? Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? Und die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber vor langer, langer Zeit soll das Volk von Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse, magische Wesen anzukämpfen. Soweit ich mich erinnern kann, soll es noch heute im tiefsten Inneren des Waldes ruhen. Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Legende? Duh? Suche den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. Ja, wo pilgert der alte Greis wieder rum? Warum hast du 2 Betten? Tja, muss man nicht verstehen. Gut, ich bin ein gesuchter Verbrecher. Wer im Dorf könnte denn das wissen? Wo ist der Dorfälteste? Du vielleicht.
Oha, zack! Dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers? Ach ja. Blind hieß er und hasste grelles Licht über alles. Okay, warum heißt ein Banditenanführer blind? Bade dich doch mal im Sonnenlicht. Mal gucken, was der Kerl so im Keller hat. Oh, Schatztruhen. Und eine kaputte Wand, ich seh's doch. Jetzt lass mich mal überlegen. Runter. Aha, Rubine. Aha, noch mehr Rubine. Aha, noch mehr Rubine. Haha, ich habe sein ganzes Vermögen geklaut. Seine ganzen Ersparnisse für den nächsten Winter. Ha, alles meins. Haha, ich bin der Held, ich darf das. Ihr werdet sich jetzt auch denken hier im Haus. Boah, was für ein Spinner. Flaschen, schöne Flaschen. Haben der Herr schon eine Flaschen? Nein, so treten Sie näher. Mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Hier hätte ich ein ganz besonderes schönes Exemplar. Nur 100 Rubine. Was sagen Sie, interessiert? Natürlich. Ich danke für den Einkauf. Halten Sie sich ruhig hoch. Beehren Sie mich bald wieder. Eine magische Flasche. Darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Die brauchen wir. Alarm, Wache, hier ist der gesuchte Zack. Wache, kommt schnell. Boah, komm her. Na super, sie hat mich verraten. Ich kann auch gar nichts dafür. Wenn man jeder meint, ich bin böse. Verstehe ich nicht. So, guck ich mal hier in die Höhle. Oh, das ist ja voll der Teaser, hä? Haufenweise Truhen und... Hast du nicht gesehen und ich komme einfach nicht ran. Link hat zu kurze Beine. Aber ich weiß schon, wie wir da hinkommen. Da. Schups. Einfach mal ganz geschwind in das Loch hüpfen. Und schon sind wir hier oben. Jawoll. Hier sind einige Bomben. Drücke A, um eine Bombe hochzuheben und zu werfen. Hier seht ihr schon, hier ist die Wand ein bisschen anders. Da haben wir drei so Punkte. Da kann ich eine Bombe legen. Ne, ich will nicht zur Flasche. Bombe, genau. Bup. Ding, ding, ding. Und da ist die Wand auch schon kaputt. So, da habe ich meine ganzen Rubine wieder zusammen, was ich für die Flasche ausgegeben habe. Noch ein bisschen mehr. Und du hast ein Herzteil gefunden. Wenn wir 4 Herzteile haben, bekommen wir ein ganzes Herz oben zu unserer Energieleiste hinzu. Und das ist nicht schlecht. Das ist brauchbar. Chup, chup, chup. Und schon bin ich wieder draußen. So, ich muss immer noch jemanden finden, der sich hier auskennt. Dorfältester, wo bist du? Dorfältester, ich bin es. Zack, ich brauche deine Hilfe. Oh mein Gott, diese Frau kehrt die Wiese. Was ist das nur für eine Welt? Zack, ich habe gehört, du sollst die Prinzessin entführt haben. Aber ich kann es einfach nicht glauben. Glaub nicht immer alles, was du hörst. Ah, das ist die wilde Chicken Lady oder was? Sie versteckt sogar ein Hühnchen unterm Tonkrug. Gott, die Leute sind so komisch in dem Spiel. Aha, ich habe 10 Pfeile bekommen, aber keinen Bogen. Ich habe schon von einer verrückten Katzenlady gehört, aber eine Hühnchenlady schlägt wirklich alles. Ah, die Musik ist so toll in dem Spiel. Ich guck mal in den Hühnerstall, vielleicht gibt's da noch irgendwas. Nimm dir, was du willst, die Preise stehen dran. Okay, das war doch kein Hühnerstall, das ist ein Shop. Das sieht aber aus wie ein Hühnerstall, Mann. Hallihallo, Zack, der Dorfälteste. Ich darf es zwar niemandem verraten. Sag es keinem Bösen weiter, aber er versteckt sich im Palais nahe des Osttempels. Ich zeichne es dir auf deiner Karte ein. Also hier bist du jetzt. Ah,
wir müssen einmal quer durch die Welt. Na, wenn das so ist. So, ein bisschen den Rasen trimmen. So, wen haben wir denn hier noch in Kakariko? Was machst du da eigentlich? Ja, mein Sohn hat sehr gerne Flöte gespielt, doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie mehr zurück. Wer weiß schon, wo er ist und was er macht. Penn einfach einer, Gute. Was mit dir? Die Hübsche? Ja, die habe ich gesehen. Sehr hübsch. Die Frau. Wohnt am Wasserfall der Wünsche. Da bei den Hügeln. Und der Flussquelle. Die musst du dir angucken. Die wirst du mögen. Okay, der hat zu viel gesoffen. Da oben ist eine Truhe. Wie komme ich denn da hin? Okay, ich habe die Taverne gefunden in der Stadt. Das ist ganz fies gemacht eigentlich. Denn man muss, glaube ich, da oben eine Bombe legen, wenn ich mich nicht täusche. Ne, muss man gar nicht. Da ist sogar eine Tür. Die sieht man noch nicht. Gut. Da schwirrt ein Hühnchen unterm Krug. Da, eine magische Flasche. Dann kannst du verschiedenes bla bla bla. Kann ich Sachen aufbewahren, wie Bienen oder Tränke oder was ich halt gerade so finde. So, was haben wir hier? Oh mein Gott, ich habe ihn aufgeweckt. Keuchhu, es tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Das Schmetterlingsnetz hast du dir geliehen. Damit lässt sich so manches einfangen. Ja, damit kann ich Bienen fangen. Und guck mal, dieses gruselige Bild hier oben. Sieht total aus. Der Typ hier im roten Gewand, den können wir nicht einholen. Der ist zu schnell für uns. Ah, gib mir die böse Frau. Stealth Action! Einfach dran vorbeigelaufen, passt schon. Hat die Gute noch was? Ein Hühnchen! Blödes Hühnchen. Ganz ehrlich. Gut, dann liebe Freunde, würde ich mal sagen, das war's für die zweite Folge von Zelda A Link to the Past. Und ich mache hier im Zentrum der Stadt einfach mal Pause. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge doch den Daumen, schreibt einen Kommentar. Und ich sage wie immer, stay tuned and so long.